moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Zehn Minuten durch die Sowjetunion. Kischinjow. Am pornit la Chișinău, bocăruțe cu calrău. M-am întâlnit un fusca meu și m-a înghiat zebeu. M-am întâlnit un fusca meu și m-a înghiat zebeu. Ich reite auf einem schlechten Pferd nach Chișinău und habe ein Fass Wein bei mir. Ich trinke einen Liter und lege mich schlafen. Ach, wie gern würde ich die Tochter verheiraten. Dieses Lied sangen die Bauern schon vor 500 Jahren, wenn sie Wein zum Verkauf brachten. Sie waren auf ihre Art die ersten Touristen in Chișinău. Kischinjow. Drehbuch Michael Melnik, Regie und Kamera Nikolai Karin, Moldova Film. Te-i salut, Chișinău, Rusca din soare, pentru că pe gașul tău n-ai asemănare. In diesem Lied heißt es weiter, dass Chișinău die schönste, die allerbeste, die meistgeliebte Stadt ist. Dieses Lied haben übrigens Chișinău komponiert. Das ist die mit dem Leninorden ausgezeichnete Hauptstadt der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik. Die Betriebe für Traktoren, Maschinen- und Gerätebau und die elektrotechnischen Werke sind hier vor gar nicht langer Zeit entstanden. Das hindert die fleißigen Chișinăuveni aber nicht erfolgreich, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren. Dutzende Länder beziehen Chișinăuveni Erzeugnisse. Das hier ist der traditionellste Zweig der hiesigen Industrie. Die Moldauische Akademie der Wissenschaften ist erst 10 Jahre alt. Sie zählt aber schon 44 Doktoren und 400 Kandidaten der Wissenschaften. Alljährlich geben die neu aufgenommenen Studenten von 6 Hochschulen und 17 Techniken das Versprechen ab, fleißig zu lernen. In der Stadt wird viel gebaut.
Sie ist in den letzten 20 Jahren dreimal so groß geworden. Und dennoch sagen die Kishinjova, sie sei noch zu klein. So wurde beschlossen, in diesem Banja 5 für noch 125.000 Menschen Wohnungen zu bauen. In diesem Hause wurde der Revolutionär Grigori Katowski von den zaristischen Behörden zum Tode verurteilt. In Kishinjow wurde erstmalig im Russischen Reich die leninsche Iskra gedruckt. Vor 150 Jahren war hier der große russische Dichter Alexander Puschkin in der Verbannung. Von hier aus zogen im vorigen Jahrhundert bulgarische Freischärler zum Kampf für die Freiheit ihrer Heimat aus. Stefan der Große, er war hier Herrscher im 15. Jahrhundert. Er verwundete die Herrscher und Völker. Mit geringen Mitteln schuf er Großes, schrieb über ihn der Historiker Karamsin. Der Altmeister der Kunst der Republik, Sergei Tschokolow. Fermecătorul Chișinău Când doi ochi negri vizi de noapte cu licăriri de stea Sunteți visul, sunteți viața, sunteți ursita mea Vom merge prin orașul dragostei Și azi și mâine tot mereu Și lasul licărească în ochii tăi Fermecătorul Chișinău Pa-da-da-da-di-di-di Șapte pa-da Da-da-da-di-di-di Și da-da-di-di-di Da-da-da-di-di-di Tokio. Hier wurde bei einem internationalen Wettbewerb die moldauische Sängerin Maria Diashu zur besten Butterfly der Welt erklärt. Kishinjow ist mehr als 500 Jahre alt, aber erst die letzten 30 Jahre haben diese Provinzstadt in ein großes industrielles, wissenschaftliches und kulturelles Zentrum der Sowjetunion verwandelt. Salut Chișinău, îți simt iubirea, stai în petul meu în toate melodia. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.